Die Sony PlayStation 5 im Jahr 2023, neueste Revision, ist die Tage eingetroffen und der Karton ist noch original zu. Gucke ich mir mal an und schraub die mal auseinander. Ganz neu und noch original verpackt und noch original versiegelt. Da gucke ich mal rein, was hier jetzt genau drin ist, was Sony da für eine Revision geliefert hat. Und diese PlayStation, die hier drin ist, diese PlayStation 5, die hat einen extrem kleinen Kühler, hat ein anderes Mainboard. Das ist die Disk-Version, also nicht die digitale Version, also eine A-Konsole. Und hier oben das übliche 8K, 4K, 120, HDR und so weiter und so fort. Spiel ist auch dabei, God of War und dann Ragnarök. Das Spiel selber, das ist nicht auf Disk enthalten, sondern als Gutscheincode, wie es hier drauf steht. Und das Wichtigste steht hier neben, ein bisschen kleingedruckt, CFI 1216A. Und das ist die Revision von der PlayStation 5, die hier drin ist. Und wenn ihr euch eine irgendwo kauft, in Kleinanzeigen oder sowas hinfahrt und die abholt, also irgendwo von privat, guckt, was das hier für eine Revision ist. Das ist eben die neueste zum Zeitpunkt des Videos. Das hier ist die Wikipedia-Seite, Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und hier PlayStation 5, da gibt es also drei Varianten zurzeit. Eine eben hier die 10er, dann hier die 11er und dann die 12er. Die 12er ist die, die hier rechts jetzt steht und die ist im August 2022 rausgekommen, zumindest zum ersten Mal erschienen und teilweise wurden da natürlich auch noch ältere Versionen verkauft. Sieht man hier eben den Unterschied Gewicht, 4,5 Kilo, 4,2, 3,9 und diese hier drüben in dem Karton, die fühlt sich auch schon leichter an als andere davor. Und dann gibt es noch ein paar Detailunterschiede, was eben in das Mainboard und den Kühler betrifft. So sieht die Schachtel von vorne aus und so eben von der Seite. Hier auch unten steht auch wieder drauf CFI 1216 Anton. Und hier dann die Rückseite, das ist eben die Disk-Version, sieht man ja hier recht schön mit einem Controller. Das Übliche natürlich hinten auf der Schachtel, wie immer, Spiele wie niemals zuvor, überwältigende Geschwindigkeit, atemberaubende Spieleerlebnisse, einzigartige Spiele. So sieht dann die andere Seite aus, was hier eben drin ist. PlayStation, Controller und eben das Spiel, der Inhalt. Hier neben auf der Seite PlayStation 5 Konsole, ein Wireless Controller, dann der Sockel, dann HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel, diverse Druckerzeugnisse und hier hinten noch ein vorinstalliertes Spiel eben und der Gutscheinversion nach wie vor CFI 1216A. Ich mache das mal auf hier und ich hoffe auch mal, dass hier eine drin ist. So, Karton ist ja reichlich vorhanden. Dann hat es hier nochmal einen weißen Umkarton. Das ist natürlich praktisch, wenn das eben weltweit vertrieben wird. Und so sieht schon mal das Zubehör aus. Da sind also schon mal die Druckerzeugnisse und die Kabel und der Controller. Die Anleitung ist einmal auf Niederländisch, dann auf Deutsch, Italienisch und Französisch. Und da brauchen die eben nur noch den Karton außenrum zu wechseln. Hier ist noch mal ein bisschen was dabei. Hier noch mal was, liest sich eh keiner durch. Und hier unten drunter, da ist der Fuß dann für die PlayStation. Und dann nochmal ein bisschen Kabel. Auf der anderen Seite der Controller. Also sieht so aus, wie gewohnt, wie gehabt. Und hier hinter, da war nochmal dann das USB-Kabel. PlayStation 5 selber, die Konsole ist hier drin. Und das hier ist die Originalverpackung. Habe ich noch nicht rausgeholt. Und mache ich mal gar nicht mal so einfach, das hier rauszubekommen. So geht das schon ein bisschen einfacher. Da haben sie auch mal keinen Schaumstoff verwendet. Das hier fühlt sich so ein bisschen an wie Pappe. Irgendwie so eine Mischung zwischen Pappe und Kunststoff. Wird aber eigentlich nur Pappe sein, wenn man das mal hier so angreift. Und einmal die Konsole selbst dann. Das ist also alles hier bei der PlayStation 5 2023 dabei, bei eben der 1216A. Einmal die PlayStation selber, dann der Fuß, sieht so aus. Dann hat es hier das HDMI-Kabel, Stromkabel, dann das USB-Kabel eben für den Controller. Dann hier ein bisschen Druckerzeugnisse, so wie das hier von Sony genannt wird. Und einmal hier den Gutschein. Hat sich einiges getan in den letzten 25 Jahren. Das hier, das ist das Video zur PlayStation 1. Den Link blende ich hier oben ein, findet ihr auch unten in den Kommentaren. Da hatte ich die vor ein paar Wochen zum ersten Mal ausgepackt. Nach 25 Jahren hatte ich mir mal gekauft, lag ziemlich lange rum und dann habe ich es mal ausgepackt und eingeschaltet. Schaut euch einfach mal den Unterschied an. Ich habe die Konsole mal auf die Seite gelegt und hier unten drunter habe ich so einen Styroporblock drunter gelegt, damit da nichts verkratzt. Ist ja auch nur Plastik und wirklich ganz einfaches Plastik, verkratzt super leicht. Bin mal gespannt, wie dieses Plastik hier im Laufe der nächsten Jahre oder 10, 20 Jahre eben vergilbt, weil das war ja immer so ein Problem gewesen, dass eben helles Plastik, weißes Plastik
beigefarbenes Plastik eben mit der Zeit gelblich wird. Und deswegen waren ja viele Konsolen in den letzten Jahren auch immer schwarz. Dieses Vergilben, das kennt man ja. Hier habe ich eine Tastatur und man sieht hier, das ist so ein Beige-Ton. Das ist auch nur die Rückseite. Die Rückseite hier ist eigentlich gar nicht vergilbt und man sieht das jetzt hier ganz gut im Vergleich. Ich drehe die Tastatur mal rum und das ist hier wirklich ordentlich vergilbt. Also hier hat der Gelb komplett zugeschlagen auf dieser Tastatur und man sieht jetzt auch hier den Unterschied zwischen den Farben. Und ich bin mir sicher, dass dieses Plastik hier in spätestens 15 Jahren ähnlich wie die Tastatur hier aussieht. Ich habe meine PS1 ausgepackt und diese hier, die ist ungefähr so 20 Jahre alt. Die PS1 ist ja der Nachfolger von der Original-PlayStation. Die Original-PlayStation, die war ja grau gewesen, die man eben in diesem Video gesehen hat, die ich da zum ersten Mal ausgepackt habe. Und die PS1, die soll dann angeblich weiß sein. Das ist zumindest die offizielle Bezeichnung. Und wenn man das jetzt hier sich mal anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass dieses Weiß viel weißer ist als dieses. Und das hier ist auch ein Original-Controller von Sony und der ist natürlich auch stark nachgegilbt. Sieht man jetzt hier ganz gut in diesem Vergleich. Einmal hier offiziell weiß, Sony PlayStation 1, dann hier noch weißer, Sony PlayStation 5 im Jahr 2023 und der Controller, der war auch mal weiß, so wie hier. Der ist dann schon gelb, so ein bisschen gelblich dann. Und man kann diese Teile natürlich viel leichter abmachen und umlackieren. Viele lackieren die sich ja auch schwarz. Wer selber vergilbte Konsolen oder vergilbte Computer hat, der kann auch diese Plastikteile wieder bleichen. Den Link blende ich hier oben mal ein zu dem Video hier. Und da kann man sich sozusagen Retro Bright anrühren. Da braucht man ein paar Zutaten und das trägt man mit dem Pinsel dann auf, lässt das einwirken, legt es am besten in die Sonne und man sieht hier schon in dem Beispiel hier im Video, das wird tatsächlich auch heller. Da kann man eben alte Nintendo-Konsolen oder PlayStation-Konsolen, die früher mal grau waren und vergilbt sind, wieder bleichen oder eben auch hier solche Computer. So sieht die PlayStation 5 CFI 1216A von vorne aus. Das Ganze hier Klavierlack und in der Mitte dann USB-A, USB-C-Stecker und rechts die beiden Knöpfe. Das ist die Unterseite, die Seriennummer und so weiter und so ein paar Lüftungsschlitze. Die Rückseite, dann von links nach rechts einmal Strom, Netzteil ist eingebaut, dann HDMI, dann einmal Netzwerk und zweimal USB 3. Die Konsole von oben, da kommt dann eben nur heiße Luft raus. Konsole aufmachen geht super einfach. Einfach flach hinlegen, irgendwas eben drunter legen und dann hier oben den Deckel entfernen, indem man diese Ecken hier nach oben drückt und dann in diese Richtung schiebt. Hier in dem Fall eben nach rechts. Da braucht man überhaupt keine Kraft für. Einfach hier so nach oben. Man sieht hier, das geht super einfach. Und dann springt der Deckel auch schon ab. Und schon komme ich hier an die Komponenten dran. Einmal hier Lüfter und hier dann an die SSD. So sieht der Deckel von dieser Revision von innen aus und der wird einfach nur eingerastet, genauso wie vorher. Und wie gesagt, da braucht man überhaupt nicht viel Kraft für. Ich zeige es nochmal aus einer anderen Perspektive. Einfach hier nach oben drücken und hier nach oben drücken, dann in diese Richtung schieben und schon ist es auf. Also das geht super einfach. Da kann man jetzt hier den Lüfter sauber machen, man kann den Lüfter ausbauen, man kann den Lüfter auch leiser machen, je nachdem, was man für einen Lüfter hat. Und wenn ihr euch Ersatzteile bestellt, müsst ihr vorher gucken, was ihr da habt, weil es gibt durchaus verschiedene Lüfter, verschiedene Schrauben und natürlich auch verschiedene Befestigungsarten. Wenn eure PlayStation 5 zu laut ist, wenn der Lüfter brummt oder irgendwelche komischen klackernden oder tickernden Geräusche macht, dann liegt das meistens an dem Lüfter selber. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sich einen anderen Lüfter oder man macht da so Gummilager drunter. Das sieht man hier in diesem Video und das blende ich hier oben mal ein. Da sieht man dann den Link zu dem YouTube-Video, wie man das hier umbaut und worauf man da achten muss. So sieht das hier unter dem Deckel aus und wenn ich mir das so anschaue, das sieht eigentlich erstmal genauso aus wie bei den Vorgängermodellen, zumindest optisch jetzt hier, was das Design betrifft, was die Schrauben auch betrifft und ich gucke mal, wie es hier unten drunter aussieht in dem SSD-Fach. Das ist einfach hier mit einer Schraube gesichert, das ist ein Metalldeckel, das ist ein normaler Kreuzschlitz und einmal hier den Metalldeckel hier abmachen und da kann ich dann jetzt hier eben noch eine SSD einbauen. Gibt es ja in verschiedenen Längen und so sieht dieses Fach aus hier bei der 1216A. Bei den vorhergehenden Revisionen von der PlayStation 5 gab es ja hier den NMB-Lüfter, den NIDAC-Lüfter und den Delta-Lüfter. Die hatten ja alle teilweise den Nachteil, dass sie ein bisschen lauter waren, je nachdem, was man da bekommen hat. Ich schaue mal, was hier verbaut ist. Wenn man sich das grundsätzliche Design mal anschaut, hier von der neuen Konsole, dann sieht das eigentlich genauso aus, zumindest jetzt hier auf den ersten Blick, wie hier hinten bei den Vorgängerrevisionen. Da hat sich optisch jetzt erstmal wenig getan. Hier beim
beim Lüfter oder eben auch bei der Anordnung der Schrauben und beim grundsätzlichen Design. Erstmal hier neben diesen Kranz abmachen. Da muss man hier so ein bisschen dran ziehen und dann hat man hier so ein ganz billiges Plastikteil. Um den Lüfter rauszuschrauben, braucht man einen speziellen Schraubenzieher. Das ist so ein Innen-6 rund und das ist eben die Secure-Version, die Sicherheitsversion. Die hat so ein ganz kleines Loch nochmal in der Mitte im Schraubenzieher drin. Und dieses Loch, das greift dann hier in diesen kleinen Stift, den man hier sieht. Und so sieht der Schraubenzieher und die Schraube dann in der Nahaufnahme aus. Ich habe die Schrauben mal rausgeschraubt und die sind verschieden lang. Und hier an der runden Ecke, da ist die kürzeste. Und hier hinter, da ist dann die längste. Und auf der rechten Seite, diese beiden Schrauben, die scheinen gleich lang zu sein. Die Abdeckung, die kann man jetzt hier einfach abnehmen. Den Lüfter, den kann man auch einfach rausnehmen. Und so sieht der aus hier bei der Version 12.16a Revision der PlayStation und einfach hier so dann wieder rein. Kann man super einfach so sauber machen, muss man natürlich auch immer mal regelmäßig sauber machen. So einmal im Jahr, denke ich mal, wenn man die eben wirklich regelmäßig auch benutzt. Weil wenn man sich den Kühler jetzt mal anschaut, da hat es wirklich jede Menge Lamellen und da setzt sich der Staub ja richtig gut fest. Hier bei dieser PlayStation, eben im Jahr 2023, da wurde eben die Konsole mit einem Delta-Lüfter ausgeliefert. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut mit dem Bild hier, da sieht man, das entspricht hier ganz rechts dem Lüfter Delta. Und links gab es ja den NMB, dann den Nidec, die waren ja eher so mittelgut. Also die haben teilweise merkwürdige Geräusche gemacht, ratternde, klackernde Geräusche. Und hier, das ist eben der Delta-Lüfter. Einmal in der Nahaufnahme, könnt ihr ja mit eurer PlayStation vergleichen, wenn ihr die mal aufschraubt. Und so dann der Lüfter von hinten, steht hier auch noch Delta drauf und ist noch so ein Logo dabei. Wenn ihr eure PlayStation auseinanderbaut zum Saubermachen, natürlich auch hier innen sauber machen. Hier diese Lamellen, die setzen sich ja immer allerliebst zu mit Staub und da bildet sich dann teilweise auch so ein richtiger Staubteppich, den man mit dem Schraubenzieher rausmachen kann. Einfach hier mit dem Pinsel rein und sauber machen. Und diese PlayStation, die wurde ja noch nie eingeschaltet, die ist natürlich im Neuzustand. Ich schraube diese Revision auch mal ganz auseinander. Das zeige ich mal in einem eigenen Video. Und ich setze das hier wieder rein und die probiere ich erstmal aus. Mal gucken, was die für Geräusche macht. Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit. Wenn man sowas erstmal eine längere Zeit betreibt, dann hören sich solche Lüfter natürlich auch anders an. Manche Lüfter, die werden leiser, manche werden auch in der Tat lauter, je nachdem, was da eben für ein Lager verbaut ist, mit welcher Qualität. In den aktuellen PlayStations, da soll ja Flüssigmetall drin sein zwischen eben dem Kühler und der CPU. Und das gucke ich mir auch mal in einem anderen Video an. Und da gab es ja auch verschiedene Ratschläge, wie man die PlayStation betreiben soll. Es gab wohl einige, bei denen das Flüssigmetall ausgelaufen ist, wenn man die eben hochkant stellt. Ich würde es aber auf jeden Fall auch so liegend betreiben, so wie das jetzt hier zu sehen ist. Das sieht man natürlich auch schon an dem Lüfter, wenn man sich das mal anschaut hier. Das Lager, das ist natürlich hier wesentlich leichtgängiger, wenn das hier so liegt. Und wenn man das aufstellt, dann ist es natürlich so, dass Lüfter eben auch diese Lager sich gerne so ein bisschen verkanten. Und ich schubse das hier mal an, das läuft hier so auch noch super lange nach. Ist aber schon interessant, wie die Industrie die Konsolen verändert hat. Guckt euch mal dieses Video an, den Link blende ich hier oben ein. Das ist eine PlayStation 2, die wird da komplett auseinandergebaut und die ist schon deutlich komplizierter gebaut als die PlayStation 1. Die PlayStation 1, die kann man schon in der Grundschule auseinanderbauen. Das sind nur ein paar Schrauben und dann sieht man die ganze Platine. Die ganzen Videos findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung, wie man eben eine PlayStation 1 komplett auseinanderbaut. Das hier, PlayStation 5, die sieht schon wieder deutlich komplizierter aus als hier die PlayStation 2. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit eurer PlayStation 5 in den letzten 2 Jahren, wenn ihr überhaupt eine bekommen habt. Die ist ja immer noch Mangelware leider. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit den PlayStations davor. PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, wenn ihr da eine gehabt habt, was ihr besser fandet, was da der Unterschied war. Und in den Videos sieht man ja schon mal den Unterschied in der Hardware und ist natürlich immer eine Frage, welche Konsole macht am meisten Spielespaß? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr eben noch die ganzen anderen Videos zum Thema Konsolen, zum Thema PlayStation und andere Videos mit Tipps und Tricks. Besucht mal die Seite tooltime.de, die sieht man hier. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner installiert, wie man seinen Rechner repariert, wie man Linux installiert, Windows 10, Windows 11, wie man das schneller macht, wie man sein Notebook repariert oder wie man seinen Drucker repariert. Besucht doch mal die Seite tooltime.de.
Tooltampedia. Das ist diese hier. Tooltampedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv mit Hardware und Software aus den letzten 30 Jahren. Da sieht man dann PC-Mainboards, da sieht man dann Konsolen, da gibt es dann Prozessoren, Grafikkarten, was die damals konnten und was die damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.